Hallo Freunde, willkommen zurück zu Skyrim. Im letzten Part haben wir uns einen neuen Zauber gekauft und jetzt können wir also hier hin. Ich glaube, meine Worte waren recht eindeutig. Ja, natürlich. Ich versuche nur, den Grund für diese Entscheidung zu verstehen. Ihr mögt es gewohnt sein, dass das Kaiserreich auf jeden eure Wünsche eingeht, doch hier genießen die Talmor keine solche Vorzugsbehandlung. Ihr seid ein Gast der Akademie mit freundlicher Genehmigung des Erzmagiers. Ich hoffe, ihr wisst diese Chance zu würdigen. Ja, natürlich. Ich danke dem Erzmagier. Sehr gut, dann sind wir hier fertig. So, ich folge dem einfach mal. Mit dem sollten wir ja auch reden. So. Einfach mal rein. Ich denke über viele wichtige Dinge nach. Eure Angelegenheiten gehören nicht dazu. Ah, noch ein neuer Lehrling. Seid ihr einer von denen, die glauben, sie seien hier, um die Welt zu ändern? Oder geht es euch nur um euch selbst? Ich versichere euch, dass ich euch alle sehr genau beobachten werde. Worum ging es bei dem Gespräch mit Mirabella? Was macht ihr hier? Ich möchte mehr über die Talmor erfahren. Ich bin der Berater des Erzmagiers. Die Talmor möchten die Beziehungen mit eurer Akademie fördern. Ich stehe dem Erzmagier zur Verfügung, wenn er Rat benötigt. Worum ging es bei dem Gespräch? Euer Vorgesetzter und ich hatten nur eine Diskussion über das Ausmaß meines Zugangs zur Akademie. Eure Diskussion hat sich für mich wie ein Streit angehört. Vielleicht ist das der Grund, warum ihr hier nichts weiter als ein Lehrling seid. Ja, schon gut, schon gut. Gibt's ein Problem? Nichts, womit ihr euch befassen müsstet. Ich bin imstande, hier alles im Auge zu behalten. Möchte mehr über die Talmor erfahren. Nachdem die Beziehungen zwischen Bund und Kaiserreich nun stabil sind, möchten wir nur noch Himmelsrand helfen. Wir möchten seine Einwohner durch diese Zeit der Veränderung leiten und sie in eine bessere Zukunft führen. Fragt euch der Erzmagier oft um Rat? Vielleicht nicht so oft, wie er sollte. Mit der Zeit wird er aber bestimmt mehr Vertrauen entwickeln. Toll. Hallo? Ihr seid neu hier, oder? Wir haben uns noch nicht unterhalten. Nein, haben wir nicht. Nein, mein Herr. Wie eigenartig. Ich bin Savos Aren, Erzmagier der Akademie von Winterfeste. Ich bin sehr zufrieden, dass hier nahezu alle Aspekte der Magie erkundet und untersucht werden. Aber ich kann und werde keine Forschungen oder Experimente gutheißen, die Mitgliedern der Akademie absichtlich Schaden zufügen. Verstehen wir uns? Ja. Gefährliche Forschungen müssen hier ein Problem sein. Ich möchte mehr über die Geschichte der Akademie. Welchen Zweck hat die Akademie? Nein, nicht besonders oft. Huch. Einige Risiken muss man halt eingehen. Ich versuche einfach, vorzeitige Tode zu vermeiden. Super. Wir müssen uns auch anstrengen, damit Himmelsrand nicht noch schlechter von uns denkt. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet... Der hat gesagt, ich soll mit dem reden, hallo? Ich denke über viele wichtige Dinge nach. Ja, schon gut. Eure Angelegenheit. Ja, Karte... Schwupp. Was haben wir noch? Ja. Kunde. Suchen wir mal den hier. Gehören nicht dazu. Ups. So.
Das könnten wir machen. Das könnten wir machen, aber sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht, wartet mal. Verschiedenes. Ich hoffe mal, dass hier finde den die Energiequelle in verlorene Höhle. Könnte das denn sein? Hier. Ach du mal, nee. Nee, das mache ich jetzt mal nicht. Das ist mir mit zu. Ups. Zu. Ach du meine Güte, was wir noch alles machen müssen. Begib dich zum Schrein von Talos. Besser im Leuchtturm von Einsamkeit. Ach, Sekunde. Karte. J, so. Moment, was ist das hier? Melde dich bei... Oh, Erwine sollen wir uns melden. Da hatte ich irgendwie einen falschen. Wo ist Erwine? Wer mag das wohl sein? Du? Nein. Willkommen. Du? Nein. Wir wollen gerade anfangen. Bitte bleib doch und hör zu. Also, wie ich sagte, zunächst einmal geht es darum zu verstehen, dass Magie ihrem Wesen nach flüchtig und gefährlich ist. Wenn ihr sie nicht kontrollieren könnt, kann und wird sie euch vernichten. Ich glaube, das wissen wir alle recht gut. Wir wären nicht hier, wenn wir die Magie nicht kontrollieren könnten. Natürlich, meine Liebe, natürlich. Euch allen ist ein gewisses Talent angeboren. Und das stelle ich nicht in Frage. Ich spreche aber über echte Kontrolle, die wahre Beherrschung der Magie. Die muss man über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, üben und studieren. Auf was warten wir denn noch? Fangen wir an. Bitte, bitte. Genau das meinte ich. Eifer muss durch Vorsicht gemildert werden, sonst ist eine Katastrophe unvermeidbar. Aber wir sind doch gerade erst angekommen. Ihr wisst noch gar nicht, wozu wir imstande sind. Warum gebt ihr uns nicht eine Chance zu zeigen, was wir tun können? Ihr habt bisher nichts gesagt. Was meint ihr? Was sollten wir tun? Ach, mein Gott. Ich denke, wir sollten was Praktisches lernen. Ach ja? Hey. Seht ihr? Er gibt uns recht. Warum zeigt ihr uns nicht etwas? Also gut, lasst uns zur Ruhe kommen. Wir könnten vielleicht etwas Praktisches versuchen. Die Verzauberungsdienste gehören zu den wenigen Dingen, die uns noch mit dem übrigen Himmelsrand verbinden. Zauber die Magie blocken. Ich werde euch allen einen Schutzzauber lehren. Und dann sehen wir, ob ihr ihn erfolgreich anwenden könnt, um einen Zauber zu blocken. Einverstanden? Ja. Würde es euch etwas ausmachen, mir bei der Demonstration zu helfen? Seid ihr mit Schutzzaubern überhaupt vertraut? Nö. Ich kenne keinen. Schon gut. Ich kann euch einen sehr einfachen Schutzzauber beibringen, der für diese Unterrichtsstunde ausreicht. Wenn ihr euch bitte dort drüben hinstellen würdet, wo ist dort drüben? Dann werde ich einen Zauber gegen euch wirken. Und ihr blockiert ihn mit dem Schutzzauber. Also dann. Dort hinüber, bitte. Direkt mir gegenüber. Wir wollen doch nicht, dass jemand in den Weg gerät. So, aber stehe ich ihm jetzt direkt gegenüber oder muss ich hier hin? Jetzt wirkt den Schutzzauber und. Oh, Moment.
habe doch gar keinen Schutz. Doch, da leichter Schutz. Haltet ihn aufrecht. Haltet still. Ups. Ihr müsst euren Schutzzauber aufrecht halten, sonst wird es nicht funktionieren. Ich habe keine. Dort hinüber, bitte. Direkt mir gegenüber. Wir wollen doch nicht, dass jemand diese blöde Nuss, ey, die steht immer im Weg. Jetzt wirkt den Schutzzauber und haltet ihn aufrecht. Muss eben warten, bis meine Magie wieder aufgeladen hat. Haltet still. So, abwarten. Er macht ja gar nichts. Das ist ja irgendwie gerade ein wenig kompliziert, wa? Vor allem, weil die steht mir irgendwie immer im Weg. Und der Typ macht gar nichts. Wie lange kann ich den da nicht aufrecht halten, weil meine Magie zu schnell alle ist? Schwupp, alle. Warum tut er nichts? Jetzt, ja, komm. So. Ihr müsst euren Schutzzauber aufrecht halten, sonst wird es nicht funktionieren. Ich möchte euch nicht wehtun. Ich kann ihn so lange nicht aufrecht halten, was soll denn das? Dort hinüber, bitte. Direkt mir gegenüber. Wir wollen doch nicht, dass jemand in den Weg gerät. Jetzt wirkt den Schutzzauber und haltet ihn aufrecht. Ich kann den so lange nicht aufrecht halten. Haltet still. Sehr gut. Aha. Nun, ich glaube, das ist ein ausgezeichneter Anfang. Ich möchte, dass ihr alle weiter Schutzzauber übt, bitte. Ich glaube, jetzt sollten wir einmal ein paar der verschiedenen Anwendungen von Magie im Laufe der Geschichte erforschen. Die Akademie hat eine faszinierende Ausgrabung in den Ruinen von Sartal, hier in der Nähe, begonnen. Das ist eine hervorragende Gelegenheit, etwas zu lernen. Ich schlage vor, wir treffen uns dort in ein paar Stunden und schauen, was uns darin erwartet. Das ist alles für den Moment. Danke. Okay. Na, ist doch ein Khajiit. Himmelsrand könnte kaum verschiedener als L2er sein. Aber die Magie ist überall gleich. Ach hey, und ich hab schon wieder ein neues dazu bekommen. Meine Güte. Erstmal gehe ich hier wieder raus. Wird überall hingehen, um mehr zu lernen. So. Was ihr hier lernt, lernt ihr fürs Leben. Vielleicht sogar für mehr, wenn ihr Talent habt.
Okay, ich würde mal sagen, wir schauen noch mal auf die Karte. Eieiei. Wir haben so viel, was wir machen müssen. Ey, unglaublich. Ich würde mal sagen... Ne, ich weiß, was ich mache. Und zwar... Kehren wir einmal nach... Weißlauf, Drachenfeld. Da gehen wir nochmal hin. Schwupp. Ich guck nochmal, ob ich den finde, der das Haus verkauft. Laut den Informationen, die ich inzwischen habe, soll er irgendwo da in Drachenfeste rumlaufen. Oder irgendwo sein. Also gehe ich da nochmal hin und schaue nach. Okay. Was ist los? Drachen? Nein, keine Drachen. Tür auf. So. Hier wird nicht rumgetrödelt. Ich trödel doch gar nicht. Mal gucken, ist der Magier eigentlich inzwischen mal wieder da? Sieht nicht so aus. Was ist das hier? Ach, hey, nee, das kriege ich sowieso nicht hin. Da weiß ich noch nicht, wie das funktioniert. Okay. Eigentlich sollte der hier irgendwo... Ist eine Wache? Wer ist das? Ich habe meist mit schäbigen Dieben und betrunkenen Schlägern zu tun. Ja. Es ist schon lange her, dass wir mal gegen eine ganze Diebesbande ins Feld gezogen sind. Nee. Ich behalte euch im Auge. Ist auch nur eine Wache. Ja, wo ist der denn? Der soll, glaub mal, Informationen. Hey, hey, soll der hier irgendwo sein? Ich weiß nur nicht wo und das ist ein Problem. Ach, naja. Ich würde mal sagen, ich werde den einfach mal suchen und den nächsten Part, wenn ich ihn dann gefunden habe, ouch, geht's hier einfach weiter. So. Also, Freunde, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.